Okay, kann man anscheinend nicht angucken, aber der Typ, der Türsteher hat ja nach Beispielmaterial gefragt. CB, ich habe hier was für dich. Schau dir das an. Nicht schlecht, die kann was. Wow. Hast du das ohne ihr Wissen aufgenommen? Spielt das heutzutage eine Rolle? Wie kleinlich. Naja, ach, vergiss es. Das ist der Hammer. Sie hat den Job, aber nur auf Probe. Sich einfach nur nackig machen reicht bei unserem Klientel nicht. Ich brauche für den VIP-Bereich etwas, das aus dem Rahmen fällt. Etwas mit Pfiff und Intelligenz. Sie kann nachher auftreten, aber sie muss in ihrer Show noch ein außergewöhnliches Element bieten. Wenn sie das hinbekommt, erhält sie einen festen Platz im VIP-Bereich. Ich rede nochmal mit ihr. Aaron hat sicher eine gute Idee. Okay, ja, machen wir. Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. Hey, Aaron. Was gibt's? Aaron, ich habe großartige Nachrichten. Naja, überwiegend. Ja? Die im Hell's Porn finden dich super. Ehrlich? Das ist ja unglaublich. Aber sie meinen, dass du noch etwas anderes bieten solltest. Etwas, das dich von der Masse unterscheidet. Was dich besonders macht. Puh, was könnte das denn sein? Könnte sie mir anziehen? Nee. Du könntest mit einer Python ringen. Du könntest mit einer Python ringen. Diese langen, schleimigen Dinger kann ich nicht ausstehen. That's what she said. Es ist hoffnungslos, Larry. Ich werde einfach das Trippen aufgeben und mich meiner anderen großen Liebe widmen. Der Literatur. Ich bin bei Poetry Slams immer rausgeworfen worden, weil ich da zu viel Haut gezeigt habe. Moment mal. Denkst du, was ich denke? Es ist so naheliegend. Ja, Bernie, ich versuche euch gleich reinzuziehen in den Channel. Ich will das erstmal nur konversationstechnisch beenden hier. Anstatt dich auszuziehen, könntest du einfach mehr anziehen. Wir haben doch nicht das gleiche gedacht. Nein, Larry. Ich kombiniere Literatur und Strippen. Klar, das geht natürlich auch. Striptease und Lesungen aus meinen liebsten Büchern. Aber es gibt noch ein Problem. Um richtig Eindruck zu hinterlassen, brauche ich dafür ein ganz bestimmtes Buch. Natürlich. Der geschickte Züngler von Alfred Kissler. Das ist sehr selten und eigentlich kaum noch zu bekommen. Ich habe ein Exemplar, aber nicht hier in New Lost Wages. Keine Sorge, ich halte die Augen danach offen. Natürlich. Soll ich noch ein Buch finden? Okay, ich habe eine Ahnung, wo ich dieses Buch finden könnte. Ich würde jetzt aber vermuten, hier, bei ihr. Was gibt's? Doch nicht, okay. Na, ist in Arbeit. Ich komm, ich sehe. Ist hier noch irgendwas? Nee. Schau dich ruhig um. Gut. Dann halt doch nicht hier. Verdammt. Okay, ist auch Secondhand-Schild. Käsig? Kommt der Geruch also her? Den kannst du gern mitnehmen, Jungchen. Den kauft eh keiner. Danke. Nach Käse riecht der Dildo. Alles klar. Die Dinger wurden ja. Das macht sie ja so big. Das Schild darf ich mitnehmen? Okay. Dann habe ich doch was Secondhand-Technisches. Auch wenn das sehr komisch ist, aber. Gut, okay. Also Secondhand. Das hier ist Secondhand. Oh mein
Mein Gott, nimm das Ding. Ich glaube, das war... Wow, dieses Second-Hand-Schild ist ja super vintage. Würdest du das tauschen? Du kannst dir irgendwas aus dem Laden aussuchen. Der kleine Dino? Nein, das Foto. Dieses Fotopanorama. Okay, einen romantischen Sonnenuntergang. Bitte sehr. Jo. Okay, jetzt habe ich den Sonnenuntergang. Jetzt können wir noch ein Foto machen, eben mal schnell noch, ne? Wow, das ist ja perfekt. Und so schön vintage. Die goldene Stunde. Lass uns direkt mit dem Shooting loslegen. Ist das jetzt ein besseres Foto? Hey, das sieht ja genauso aus wie vorher. Ich leg mal einen Filter drüber. Wie wäre der hier? Natürlich. Na, Filter. Wie findest du dich jetzt? Hey, wo ist der Waffenschein dafür? Prima. Aber ich habe noch eine kleine Bedingung, bevor ich dir das Foto gebe. Welche? Ich will einen Tanz mit dir. Im Hell's Pawn. Im Darkroom. Wenn es sonst nichts weiter ist. Night Fever, Night Fever. Langsam, langsam. Heb dir das für den Club auf. Ich gebe dir schon mal ein paar Punkte auf Timber. Was? Nicht die Höchstpunktzahl? Die bekommst du, wenn mir dein Tanz besonders gut gefällt. Also, wir sehen uns nachher im Hell's Pawn. Geht klar. Okay. Hey, Pi. Wie viele Timberpunkte habe ich denn jetzt? An die 60 müssten es doch wohl sein. Du hast 11 Timberpunkte. Sicher, dass da hinten keine Null fehlt? Sicher. Wie konnte das passieren, dass unser Prototyp in so einer schmierigen Bar landet? Das lasse ich noch untersuchen. So ein Sicherheitsleck darf nicht noch einmal passieren. Schick irgendwen rein, damit ich ihn feuern kann. Wir müssen uns jetzt auf die anstehende Produktpräsentation konzentrieren. Aber ich will jetzt jemanden feuern. Wenigstens einen Praktikanten. Die hast du letzte Woche schon alle gefeuert. Na, stell einen ein, schick ihn zu mir hoch. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Und ich werde unterdessen hier wütend auf- und ablaufen. Danke, Klischee bedient. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Ich habe neue Vorschläge bei Timber? Ich mach alles. 24. Alles klar. So, ich nehme alles an. Immer alles. An jeden. Immer her damit. Alles schon mal gehabt hier irgendwie. So, jetzt habe ich. Jetzt muss ich noch irgendwie in den Club reinkommen. Jetzt muss ich immer noch ein Buch kriegen. Kriege ich das Buch jetzt her? Achso, und ich soll ja die erstmal reinziehen. Okay, dann ziehe ich jetzt erstmal rein. Wenn ich wüsste, wo mein Discord abgeblieben ist. Guten Abend. Nabend. Hallo. Wie geht es euch? Jo, geht. Gut, ne? Ihr seid mit im Video, also nicht wundern. Hallo, okay. YouTube. Hallo, YouTube. Komm ich jetzt zum Fernsehen? Nein, zu YouTube. Okay. Wie geht's? Ach, Rückenschmerzen. Ich könnte jetzt einen Satz bringen, aber den verkneife ich mir, ne? Sag. Achso, war ich schon. Ist der mit hinten und vorne, ne? Jo.
Tja. Ich hab den. Und was interessiert, solange mir der Dieb nicht in die Augen schlagen könnte. Ich komm später wieder. Sollte ich gerade fragen. Gehst du heute gar nicht essen, aber ist ja noch nicht. Sorry, Zeit. Aber nur anders. Ich gehe auch nicht essen heute. Ah, abgesagt. Richtig. Deswegen nimmst du auf. Genau. Da hat er recht. Die Ratte sieht aus, wie ich mich. Ich glaube, die wird. Ich hänge schon wieder fest und weiß nicht weiter. Nicht gut. Aus. Moment, das Buch, was ich suche, das könnte. Das war doch nicht hier in so einer kleinen Vitrine? Ja, genau. Da ist ein altes Buch drin. Die Gla. Der geschickte Züngel. Kissler! Nein, das nicht. Die Glasvitrine ist auf dem Sockel verankert. Das Buch brauche ich. Und? Wir sehen uns später. Der Acryldiamant kann kein Glas schneiden, aber vielleicht funktioniert er ja bei Plastikglas. Besser nicht. Okay. Da ist keine Platte, da ist keine Platte aufgelegt. Oh, Fragen über Fragen. So viele Fragen, so wenige Antworten. Jetzt muss ich irgendwas finden, was so grell schrillt, damit das Glas zerspringt. Und zwar irgendwie in Schallplattenform. Und mit dem Acrylglas kann ich Plastik schneiden, aber ich weiß nicht, welches Plastik. Toll. Plastik. Ich bräuchte. Wir suchen dies Glas. Aber nur. Ich halte dir. Also der Typ am PC sieht aber auch ziemlich fertig aus. Ja, die sind alle fertig. Hier bestätigst quasi in dem Spiel, könnte man meinen, du würdest auch alles nehmen, was alles rein ist. Ich nehme alles, ja. Ich, das ist mir völlig egal. Ich nehme sie alle. Alles klar. Aber jetzt weiß ich gerade nicht weiter. Aber ich finde es toll, auf der Map sieht man schön, dass Hammond Rallis seinen Turm doch noch gebaut hat. Eher nicht. Oh ja. Das würde ich.
Das Ding macht ganz schön viel Qualm. Das neue Spielzeug scheint ihm zu... auf dem Rummel machen, aber ich weiß nicht was. Rummeln. Aha. Das muss die Klappe für den Wartungsschacht sein. Die ist zugeschraubt. Die ist zugeschraubt. Kann ich nichts machen. Ziemlich ramponiert. Oh nein, mit solchen Teilen habe ich schlechte Erfahrung. Ziemlich ramponiert. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Was machst du? Lass mich raten. Du vermutest jetzt, dass ich hier... Auf so eine Klischee... Naja, jedenfalls gehört mir tatsächlich... Es ist aber nur ein böses Gerücht. Was? Das ist eine... Naja, jedenfalls... Es... Lass... $3. Naja, jeden. Es ist aber. Bis später. Also nichts machen. Das Teil müsste mal geschmiert werden. Dann schon zum Schmieren mit. Warum auch immer. Besser nicht. Nein. Der ist schön kühl. Das hilft mir nicht. Die Tür im Altar ist verschlossen. Da fehlen noch die Kerzen. Ohne Kerzen sind Kerzenstände. Da fehlen noch die Kerzen. Da muss ein Buch drauf. Hallo. Was gibt's? Die Figur? Gern. Macht. Vielleicht kann ich. Danke. Ich brauche gerade nichts zu essen. Bis später. Eine Dublone sollte als Zahlung. Außerdem bin ich ja nicht gierig. Lässt sich nicht. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das ist gut, so wie. Ja, ich glaube, da muss ich mal eben Pause machen. Oh. Warum das? Weil ich Klo muss. Er hat Bedürfnisse. Ich habe Bedürfnisse. Na gut, ich mache mal ganz schnell mal. So, ich bin erleichtert. Ein bisschen. Kann also weitergehen. Ich war, bin zwar immer noch ratlos, was ich tun soll, aber... Wie kriege ich die Klappe auf? Die ist zugeschraubt. Ein Schraubenzieher habe ich nicht. Teile. Pflastern. Mit der Münze? Mit der Münze kann man auch Schlitzschrauben drehen. Der gute alte Trick der Münze. Jetzt ist die Klappe ab und der Wartungsschacht zugänglich. Wäre das doch überall so leicht. Mit meinen Armen komme ich nicht tief genug rein. Über den Wartungsschacht kommt man ans Hauptstromkabel. Okay. Hey, keine Ahnung mehr. Ja. So, jetzt habe ich die Klappe weg, aber was ist, versuche ich weiter. Okay.
Ich habe doch auch noch dieses Poster. Das muss ich da auch noch irgendwie hinhängen hier. Das fällt mir immer wieder ab. Moment. Das hilft mir nicht. Ah, Mist. Damit kann ich das Poster festhalten. Doch, wenn das alles so einfach wäre. Falls ich mich das ist alles muss. Immer so einfach, wie du es einfach haben willst. Jetzt habe ich endlich alle Poster verteilt. Nee, Scherz, manchmal ist es einfach scheiße. Erzählen. Ich habe noch einen Dartfall über, okay. So, ich muss ja erstmal auf der Straße, damit ich wieder einen unterrufen kann. Ja, da war verkehrt. Da war verkehrt, ich muss dahin. Was gibt's? Ich habe alle Plakate aufgehängt. Großartig. Kommen wir jetzt zum Sir. Dir habe ich wohl richtig Lust gemacht. Oh, gedulde dich noch ein wenig, bis der Gig hinter mir liegt. Ganz klar. Geht nicht mehr lang die Runden. Bis nachher. Sagt du sowas, Bernie? Was? Sagtest ja, du ich etwas? Sagte, die Runde muss gleich rum sein. Es sind nicht mehr viele übrig und ich habe irgendwie... Ach, bei deinem Spiel? Ja. Okay. Ich habe 3 verdammte Kugeln für meine Distanzwaffe und dafür das Freifeld nach wie heißt es, Kraft mit der... Oh ja, guck mal, da wird schon auf mich geschossen. Ja, bitte nicht so laut schreien. Ich glaube, ja. Die würde mich beißen. Oh, ich liebe der Leck. Der Dildo scheint sie sehr zu locken, aber das hilft mir so nicht, sie zu fangen. Okay. Jetzt riecht das Kondom auch nach Käse. Und der Dill. Ich hatte nur eine Vermutung. Okay, das hat sie bestätigt. Merkwürdige Konstruktion. Okay. Das geht tatsächlich. Probieren geht über Studieren. Habe ich dich. Wir empfehlen an dieser Stelle das Spiel zurückzugeben. Möchtest du das Spiel zurückgeben? Nein. Egal, weiter viel Spaß mit dem Spiel. Okay. Das war doch einfacher als gedacht. Und logisch, von vorne bis hinten. Ich schäme mich dafür, dass das wirklich geklappt hat. Ich hab's nicht gedacht, dass es klappt. Okay. Ich dachte, sie wäre wütender, dass ich sie gefangen habe. Vielleicht lullt der Käsegeruch sie ein. Oh, das sind 2. Ja, okay. Das könnte klappen. Keine Ahnung. Ich bin gleich wieder da. Was? Ja. Warum geht das Ding denn nicht mehr? Verflucht. Das war's mit meiner Glückssträhne. Rattenscharf, mein kleiner Freund. Der Türsteher, du musst dem Türsteher... Was? Dieser Schrank von einem Kerl hat die Gitarre gekauft? Wenn der erfährt, dass ich ihn übers Ohr gehauen habe, macht, bevor ich CB unter die Augen treten kann, brauche ich... Aber die verkaufen hier keine. Haben keine Ausschanklizenz, oder? Okay. Bis spät. Jetzt daddelt er nicht mehr, jetzt will er was zu trinken haben. Super. Zu trinken wissen wir, wo wir was kriegen. Lefties. Kann ich dir... Also... Mach den Gift schon. Da bist du hier. Die Brauerei ist im Moment. Alles geht im Bach. Im Lefties. Wer hier hast du so ein Ding? Igitt. Wäre wenigstens Virgin drin. Bis später.
Okay. Drink, check, aber jungfräulicher Cocktail. Na, was ist das? Willst du mir was ohne Alkohol andrehen? Komm wieder, wenn du was mit Stoff hast. Ich hab Desinfektionstücher. Da ist auch Ethanol drinne. Das geht auch noch. Ach du Scheiße. Jetzt ist der wortwörtlich mit Stoff. Das habe ich gebraucht. Der Drink ist zwar etwas süßlich, aber das ist mal ein ganz neuer Geschmack. Kommst du jetzt mit zu CB? Na gut, wir treffen uns dort. Ja klar. Unter kann nur auf der Ja, ist ja gut. Dein Kumpel da hat schon alles gestanden. Der kann froh sein, dass ich ihn nicht auseinandergenommen habe. Weißt du, ich bin ein riesiger Fan von Queef. Eigentlich wollte ich die Gitarre nur haben, um das Solo von Bohemian Rhapsody zu üben. Aber das bekomme ich sowieso nicht hin. Ich glaube euch, du kannst die Gitarre haben. Aber ich will meine Investition zurück, auch wenn die Gitarre gestohlen ist. Ich habe nicht genug Geld. Ja, das sieht man dir an. Ich meine, du läufst ja wohl nicht freiwillig so rum. Weißt du was? Besorge mir einfach irgendwas, das mit Queef zu tun hat. Irgendwas für meine Sammlung. Dann bekommst du die Gitarre. Okay. Ich komme später. Bist du jetzt zufrieden? Ein bisschen. Irgendwas, was mit Queef zu tun hat. Ne, da. Scheiße, von da oben. Da wollte ich. Ein hässlicher Lappen. Würdet ihr das Grab... Ich kann mir... Ich auch. Eine Was ist das? Die streng limitierte Vintage-Karte. Die druckt die DJ... Sicher. Die blöde Kamera. Die wollen ja... Da wollen die ja das Ding, diese komische Figur verhaben. Streng limitierte Sondergedöns. Ja. $1000? Eine nicht. Kleine Prinzessin? Und warum soll sowas tausend? Weil es original verpackt ist. Das lässt sich nicht kombinieren. Ich will keine Kratzer in den Ring machen. In den Ring? Besser nicht. Okay, wurde. Besser nicht. Ein Gritzenknochen auch nicht. Dartpfeil. Ah. Ich habe eine Idee. Dafür gehe ich besser ein Stück zur Seite. Huch, was war das? Oh nein, die Sleaze Wars-Figur. Nicht mehr versiegelt. Die authentische Luft aus den 70ern ist weg. Das war's mit der Mint Condition. Ja. Hallo. Was gibt's? Die Figur wird... Macht $1. Okay, das war doch einfacher als gedacht. Ja, ich weiß, nur auf der Straße. Jetzt habe ich die Figur. Hoffentlich nehmen die jetzt die. Nehmen die Jungs das auch noch. Hier, Figur. Die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Oh mein Gott. Sie ist es wirklich. Original verpackt. Im abnehmbaren. Goldbikini? Ihr wolltet mir... Ja, ja. Nimm dir einfach eine und wir schauen dann kurz weg. Okay.